Square Enix. Also hat dich dein Weg endlich zu mir geführt. Ich bin der Drachenfürst, der Herrscher aller Herrscher, der diese Welt regiert. Lange harrte ich und wartete auf diese Stunde. Komm, reich mir nun die Hand zum Bund. Wenn du dies tust, dann soll die Hälfte dieser Welt dein eigen sein. Ich biete dir die Hälfte dieser Welt und du sagst nein? Würde ja sagen. Weißt du, dann könntest du nämlich die Hälfte der Welt aufrüsten wie blöde, dann könntest du überrennen. Dann hast du die ganze Welt. Und damit erstmal recht herzlich willkommen. Also ich fange ja einfach an zu lesen. Recht herzlich willkommen zu Dragon Quest Builders. Ich wollte eigentlich wieder 2 anfangen. Da habe ich mir so gedacht, oh, die hast du noch die 2 so, Digga. Könntest du eigentlich auch mal nochmal vorher machen? So. Weil die habe ich immer gespielt. Ist schon ewig her. Ich hätte wieder Bock drauf. Deswegen habe ich gedacht, Digga, kannst du gleich mit aufnehmen. Und deswegen spielen wir das jetzt. Geht los. Wie verweigern? Willst du es dir nicht überlegen? Nur wenige würden es wagen, solch ein Angebot auszuschlagen. Tja, Digga, wir sind halt Badass. Historia. So heißt unser Charakter. Endlich habe ich dich gefunden. Eine einzige törichte Entscheidung hat diese geheiligte Lande in die Finsternis gestürzt. Unter düsterem Himmel kriechen meine Kinder wie niederes Gewürm über die Erde und warten machtlos auf ihre Vernichtung. Nur die Macht, die du birgst, kann diese Welt aus Ruinen wiedererstehen lassen. Auferstanden aus Ruinen. Okay. Erhebe dich, mein Kind. Dein Schicksal wartet. Und da liegen wir. Ein junges, blondhaariges Mädel. Historia, mein Kind. Endlich bist du aufgewacht. Erinnerst du dich daran, wer du bist? Weißt du noch, was du bist?
Ich verstehe. Du kannst dich also an nichts erinnern. Einerlei, vielleicht ist es sogar besser so. Dein Körper ist bestimmt noch schwach nach deinem langen Schlummer. Steh auf, mein Kind, und stecke deinen Mundblütenglieder, strecke deine Glieder dick. Weil ich gerade gedacht habe, es gibt was zu essen. Mit dem linken Stick kannst du dich bewegen. Drücke Kreis, um zu springen. Vertritt dir doch mal die Beine. Das ist eine Erleichterung. Du bist wohlauf. Du kannst deine Rolle und deine Rolle aus erfüllen. Historia, mein Kind. Ich habe dich geweckt, damit du auf eine wichtige Mission ausziehen kannst. Eine Mission, von der vielleicht das Schicksal der gesamten Welt. Wie bitte? Freilich bist du noch nicht ganz bei Kräften, aber das Schicksal der Welt ist doch nun wirklich wichtiger als... Ja je, mein armes Kind, es ist wahr, dein Leben hängt am seidenen Faden. Anscheinend hat dein langer Schlaf dich all deine Kräfte beraubt. Ja, mein Kind, nimm dies weißen Blüten. Die werden dein Leben regenerieren. Gut. Historia, du würdest mal mit einer besonderen Gabe gesegnet. Die Fähigkeit, einfache Materialien zu kombinieren und daraus neue Gegenstände zu bauen. Du kannst auf diesem Baumstumpf arbeiten. Bereite aus den weißen Blütenblättern, die du gesammelt hast, etwas Heilsalbe zu. Mit den Materialien, die du einsammelst, kannst du neue Gegenstände fertigen. Benutze sie, die nahegelegene Werkbank zu etwas Heilsalbe herzustellen. Oh, jetzt habe ich weiter gedrückt, also sehen, weil ich drüber geguckt habe. Versuch deine Wunden nun mit Heilsalbe, die du hergestellt hast, und drücke das und das. Geht es dir jetzt besser? Deine Wangen sind schon wieder ganz rosig. Ich musste kurz mal beim Rechner ein bisschen leiser machen, weil es dreht so derbe auf dem Ohr. Das ging jetzt kurz nicht anders. So. Doch die Männer und Frauen, die in dieser Welt leben, haben diese schöpferische Kraft verloren. Historia, mein Kind, auf deinen jugendlichen Schultern lastet eine heilige Pflicht. Du musst. Und ja, natürlich möchtest du von hier fortgehen, aber erst einmal musst du doch lernen, wie safe so sei es. Ich werde dir zeigen, wie du einen Weg aus diesem Gruft bauen kannst. Ja, das ist mir schon klar. Nimm zuerst diesen abgebrochenen Ast an dich. Wenn die Gottheit hier so einen Haufen Scheiß droppen kann, kann die wieder kleine Endrüstung droppen und ich renn los und mach Schaschlik aus diesem komischen. Ist schön. Ja, den komischen Drachenfürsten. Den alten Salatkopf. Gut gemacht, Historia. In diesem bescheidenen, abgebrochenen Ast schlummert ein Zipperstab. Einfachste Alarmwaffe. Kehr zum Baustoff zurück und mach einen Zipperstock draus. Machen wir doch direkt.
Glückwunsch! Ja, ich brauche jetzt nicht ständig Glückwünsche, Gottheit. Mein Kind, du hast deine erste Waffe hergestellt. Einst schuf die Menschen sich Werkzeug und errichteten damit eine blühende Zivilisation. Und wie alle großen Zivilisationen bauten auch sie Waffen. Doch jetzt bist nur noch du in der Lage dazu, solche Dinge anzufertigen. Historia, mein Kind, dir wurde eine göttliche Mission anvertraut. Du musst... ich kann mir gut vorstellen, dass du dich draußen in der Welt umsehen möchtest. Aber meinst du nicht, du solltest lernen zu... Um einen Weg nach draußen zu bauen, musst du zuerst die Waffe anlegen, die du hergestellt hast. Ausrüstung. Gut gemacht. Yay! Krabbelarm. Waffen dienen nicht nur zum Kampf gegen Monster, du kannst damit auch Materialien sammeln. Nur du allein bestimmst die Macht Gegenstände zu zerlegen, bist du noch immer ein. Seit diese Welt in Finsternis gestürzt wurde und die Menschen diese Gabe verloren haben, warten sie auf die Ankunft derjenigen, die die schöpferische Kraft besitzen. Sorry, mein Kind, die Träume, Hoffnungen und Schicksale der Bewohner dieser Welt lasten auf deiner Schultern. Einen Schultern, ne? Wenn dieses Land jemals wieder das Licht erblicken soll, musst du deine heilige Pflicht erfüllen und... Sorry, du bist doch wohl nicht eingeschlafen oder etwas? Doch? Vielleicht unterhalten wir uns lieber draußen weiter. Um einen Weg nach draußen zu bauen, musst du dir Erde in der Nähe aufbrechen und einsammeln. Vielleicht dann doch wieder zu laufen. Gut gemacht, Historia, du solltest genügend Drücke, um auf diesen Boden abzulegen. Yip. Pai Li und die Pai Da. Ich die alles abbaue. Keine Ahnung, was kannst du gebrauchen. Vielleicht bauen wir sie an unserem großen Schwesendinger. Aber besser man hat, als man hätte. Ja, wenn wir noch was brauchen.
Historia, du hast ja einen Weg nach draußen gefunden. Vor dir erstreckt sich die Welt Alfgard. Das Licht ist von langer Zeit aus diesem Land gewichen und nun herrscht hier ewige Finsternis. Menschen, die in diesem düsteren Reich wohnen, besaßen einst Kreativität, bis sie in Interessen wurde. Ohne sie zerfiel ihre Zivilisation zu Staub. Ist doch mein Kind, dir wurde eine bedeutsame, das ist eine Mühe, wird das zu erwähnen, eine bedeutsame Mission anvertraut. Nun, mit Hilfe der Macht, über die du verfügst, Kreativität, kannst du diese Welt neu erbaut werden, damit die Menschen von Alfgard sich wieder erheben können. Bitte? Was soll das heißen? Das kapierst du nicht. Verzeih mir, mein Kind, nachdem du so lange geschlafen hast, muss alle diese ein großer Schock für dich sein. Ich werde es einfacher formulieren. Nutze die Kreativität, die in dir steckt, und baue diese Welt nach eigenen Gutdünken wieder auf. Das Imperium! Bestimmt wirst du dabei auch deine Pflicht erfüllen. Darüber hinaus wirst du der Tragödie, die sich in diesem Welt abgespielt hat, bald gewahr werden, wie auch deine Rolle bei ihrer Errettung. Ich bin Rubis, der Geist des Landes. Geh nun, mein Kind, und wisse, dass ich immer für dich wachen werde. Ach, und Historia, es gibt noch eine Sache, die du wissen musst. Du bist kein Heldin. Vor allem anderen musst du immer daran denken. Sein. Ja. Das Land, das vor dir liegt, trug einst den Namen Kantlin. Langer Zeit stand hier eine lebendige Stadt, die auf allen Seiten von festen Mauern umgeben war. Doch sie wurde durch die schonungslosen Angriffe der Monster völlig zerstört. Von ihrer einstigen Pracht ist kaum ein Zeugnis geblieben. Historia, mein Kind, du musst die Macht einsetzen, die in dir steckt, um die Stadt Kantlin wieder in alten Glanz erstrahlen zu lassen. Es wird der erste Schritt bei deiner Mission sein, Alfgard wieder aufzubauen. Könntest du jetzt aufhören zu quatschen und mit loslassen? Damit dir dies gelingt, will ich dir etwas schenken. Ein Banner. Oh. Nimm dieses Banner der Hoffnung und gib dich zu dem Licht, das du vor dir siehst. Selbst als die Finsternis sie von allen Seiten umzingelte hat, ließen die Männer und Frauen von Kantlin diese Flagge bis zum bitteren Ende wehen. Errichte dieses Banner erneut in diesem Land auf, dass das braune Licht zum Symbol von Kantlins wieder aufbauen werde. Geh nun, eile zu dem Lichtsäule. Ja, Historia erhält Banner der Hoffnung. Ja. Yeah. Eile mit Weile, Weile mit Eile, schnell und nur. Aufstellen! Ein warmes, beruhigendes Licht breitet sich überall aus. Die Menschen werden von nah und fern zum Licht des Banners strömen. Schau, Kind, da kommt schon jemand. Das interessiert mich eigentlich herzlich wenig. Vor allem, wenn das so eine krasse Stadt war, dann... Okay. Wenn das so eine krasse Stadt war, dann frage ich mich, warum die hier so abgefackelt wurde. Ja, komm, dir sind diese lustige Flagge. Dieser Ort hat etwas Besonderes an sich, finde ich. Er ist so hell und einladend.
Ich bin Pilli. Pilli, und wer bist du? Wer war das? Du hast die Flagge hier ausgestellt. Wer bist du? Wo kommst du her? Du hast es vergessen. Die Götter haben dich hergeschickt. Du hast also dein Gedächtnis verloren. Hörst du Stimmen? Scheinen also als in bester Ordnung zu sein. Ach, andererseits ist es hier einfach wunderschön. Darf ich bleiben? So, mein Kind, trotz der Macht, die du innewohnst, kannst du ganz nicht allein wieder aufbauen. Als erstes musst du alle jene Unterkunft bieten, die sich hier bei dir niederlassen. Vor diesem verfallenen Haus ist kaum mehr eine Tür übrig. Kopiere es und indem du die Löcher in der Wände mit Erde auffüllst. Du kannst Blöcke über dir ablegen, indem du... alles klar, jetzt lass mich das nicht machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao mit Plus.